Auf was freust du dich bei deinem Jubiläumskonzert am meisten? Ähm, siehst du, das ist eine Frage, die hat mir noch keiner gestellt, Schatz. Ähm, ich denke jetzt schon die Vorbereitung. Bin ich jetzt schon am heißesten drauf. Und beim Jubiläumskonzert auf das Feeling, auf Gänsehaut-Feeling. Ja. Okay. Wenn du auf einer einsamen Insel wärst, welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen? Jetzt bin ich gespannt. Ich darf dich nicht als Gegenstand bezeichnen. Darum <laughs> Du bist sowieso logischerweise dabei, also ich nehme mit, pass auf, ich nehme mit einen Stromgenerator, gefüllt mit Benzin, der ist schon voll und der hat einen, einen riesen Benzintank hinten drin, also brauche ich auch keinen Benzinkanister mitnehmen, also gerne einen Stromgenerator, äh, ein CD-Player und äh, CD von Anna-Karina Wolczak. Sehr gut, gute, gute Wahl. Okay, ähm. Um. Yeah. Mit welchem Kollegen würdest du mal ein Duett singen wollen? Mit welchem männlichen Kollegen? Äh, Semino Rossi habe ich mit ihm auch schon ausgemacht, dass ich am 29.09.2019 in der Königpilsner Arena mit Semino Rossi ein Duett singen darf. Rot, rot sind die Rosen. Haben wir uns schon ausgemacht und da freue ich mich ganz besonders darauf. Sehr gut, das waren meine drei Fragen. Jetzt bist du dran. So. Hallo, Frau Woltschak. Hallo. Hallo, Servus. Ähm, 2019, ja. Ihr Schatz hat 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. 2011 äh, hat man Sie so das erste Mal groß bei Deutschland sucht den Superstar äh, gesehen. Das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her, fast acht Jahre. Ja. Was machen Sie in 22 Jahren, wenn Sie 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern? Ich hoffe auch eine große Jubiläumsgala in der König Pilsen Arena in Oberhausen. <laughs> Ja, das würde ich mir ja. wünschen, mit vielen musikalischen Kollegen und äh, im großen Konzertcharakter. Ja. Okay, welche musikalischen Kollegen werden denn da noch über sein im Jahre 2019 bis ins Jahr 2000, sagen wir es mal, äh, 52? Oh, dann wäre es ja quasi, da gibt es bestimmt schon wieder eine neue Generation, viele Newcomer, da würde ich mir bestimmt welche einladen. Und da gibt es, also ich denke mal, äh, Helene Fischer wird es dann immer noch geben, hoffe ich. Und äh, ja, natürlich. Schon, ja, natürlich, aber ich habe gerade überlegt, wie jung sie dann ist. In 20 Jahren müsste sie so an die 60 fast sein, aber da wäre sie bestimmt noch da. Wo geht denn die musikalische Richtung hinter, werten Kollegen? Wird es noch moderner oder schaut man eher wieder zurück? Ich hoffe, dass die Vielfalt der Musik erhalten bleibt, auch in, in 100 Jahren noch. Also, dass sich da nicht alle auf, auf ein Genre festlegen, sondern dass es weiterhin von der Volksmusik, vom guten Ursprung bis zum modernen Schlager, alle Richtungen bestehen bleiben. Ja, und alle Blättern auf ihrem Tablet Schlagerplanet. So ist es. So ist es und so soll es bleiben. Ja.